In der Übersicht erkennt man jetzt den Standort, bei dem die Nahbereichsabfrage gestartet worden ist. Wenn ich hier auf die Details klicke, sehe ich die einzelnen Zählerpunkte und ich werde hier unten auch aufgefordert, einen Rechnungsempfänger hinzuzufügen. Das ist wichtig, weil wir den Strom mittels SEPA-Lastschrift vom Konto abbuchen bzw. Gutschriften direkt auf das Konto anweisen. Hier muss ich noch einmal angeben, wie ich steuerlich zu behandeln bin. Als Privatperson bin ich nicht umsatzsteuerpflichtig. Bei Kleinunternehmen ist es ebenfalls umsatzsteuerfrei. Bei Unternehmen oder Großunternehmen ist das anders einzugeben. Ich wähle meine richtige Steuerklasse, sprich Privatperson, kann jetzt meine Daten übernehmen und habe hier noch einmal die Rechnungsadresse, die ich da angeben kann, die Anschrift darf ich richtig eingeben noch einmal. Ich kann auch noch eine Telefonnummer eingeben für den Fall, dass ich bei Rückfragen kontaktiert werden kann. Auch meine E-Mail-Adresse und kann das dann speichern.